So, und willkommen zu einem neuen Part bei Lego Star Wars. Wir spielen heute die dritte Episode und beenden sie, wenn das so klappt, wie ich es vorhatte. Hehe. Wir müssen noch spielen das Ende der Jedi und dieses Level, das Vader. Das kommt noch gleich. Story erneut spielen, wie immer. Ich habe jetzt mal eine andere Aufnahmeposition eingenommen. Vorm Schreibtisch. Nicht so wie immer. Versuch's mal, ob's geht. Mal gucken. Mit dem Befehl 66 hetzt Palpatine die Klonkrieger auf die Jedi. In allen Teilen der Galaxis ermorden die Klone daraufhin ihre Jedi-Generäle. Yoda und Obi-Wan Kenobi haben überlebt und eilen zum Jedi-Tempel auf Coruscant. Sie hoffen, in dem Archiven der Jedi Antworten auf diese schreckliche Wendung der Geschehnisse zu finden. Tja. Ich hatte nämlich jetzt gerade keinen Bock, alles wieder umzubauen mit dem Mikrofon und so weiter. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, ich probiere es mal hier am PC zu Let's Playen. Ja. Wartet mal, jetzt sogar ein Fail an. So, besser. Ja. Ist eine Art Bibliothek hier. Stand ja gerade auch im Text Jedi Archiv. Ich mach mal kurz diese Sachen wieder an. Mir geht es eigentlich nur um die Punktzahl. Den anderen Rest brauchen wir im Moment nicht. Was ich gut finde, in diesem Level hat man wenigstens einen Plan dabei. Und nicht Yoda und Chewbacca, weil das ist ein echt lames Team. Chewbacca kann erstmal nichts, nur schießen. Was gewisse Vorteile hat, aber so viele dann auch nicht. Und Yoda ist einfach nur voll scheiße lahm. Und Leute, vergesst nicht, heute ist Halloween. Also habe ich mir ein kleines Special überlegt, was heute um 19 Uhr kommt. Ganz einfach aus dem Grund, weil es dann draußen dunkel ist und es dadurch etwas lustiger wird. Aber was, sage ich noch nicht, werdet ihr sehen. Oder ich sag mal so, es ist ein Let's Play zu einem kleinen Extraspiel, aber es ist kein normales Let's Play. Also seid gespannt, was ich mir ausgedacht habe. Das ist auch lame. Obi-Wan schmeißt die Türen runter. Und da fliegen die Türen durch einen durch. Das ist irgendwie voll fail. Und sehr wahrscheinlich kommt am Samstag ein neues Projekt. Ich bin noch genau überlegen, ob ich es mache. Bad Piggies kann ich im Moment nicht Let's Playen, weil ich da nicht rankomme. Schwer, aber naja. Und das Spiel an sich ist auch sehr schwer. Ich habe mir mal die neuen Level angeguckt, die es davon gibt. Weil ich habe es ja für Android. Da gibt es neue Level und die sind Hammer. Also die sind einfach nur gestört von der Schwierigkeit her.
wie man das schaffen kann, ein Rätsel. Ich würde sogar sagen, Angry Birds war noch einfach dagegen, obwohl ich mich da auch schon ziemlich aufgeregt habe. Aber ich bin immer noch gespannt auf Mario 3D World, was im November kommt und ich auch Let's Playen werde. Ich hoffe mal, das wird nicht so schwer wie am Ende Mario 3D Land. Fail. Weil Mario 3D Land war am Ende schwer. Also diese Spezialwelten. Das normale Abenteuer war eigentlich leicht. Da war nicht viel bei. Oh, wir sind hier. Interessant. Da oben ist ein Mini-Kit, da kommen wir aber nicht ran. Selbst wenn wir alle still aufeinander setzen würden. Guckt man nie dran. Oder ich bin dazu blöd, weiß ich nicht. Das wäre Selbstmord, aber ich hol's mir mal. Somit hätten wir wenigstens zwei Mini-Kits. Hin. Voilà. Damit mach hin, Yoda. Ja, geh offen. Scheiß Tor. Und wir sind im Archiv, wo uns gleich mal die Klone. Diese Typen lieber, die echt nervig. Ah. Ihr könnt mir aber gerne weitere Vorschläge machen, was ich Let's Playen könnte. Aber keine Ballerspiele. So viel sei gesagt. Sowas spiele ich nicht. Beziehungsweise schon nicht. Erstens liegt es aber dran, was es ist. Zweitens werde ich sowas nicht Let's Playen, weil ich da überhaupt nicht drin gut bin. Ich habe ja schon mal Resident Evil als Demo gemacht. Ob das nur ein Ego-Shooter ist, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich egal. Ja, ich bin jetzt eigentlich nur geholt habe, weil die Story cool ist. Wegen dem, was mit Parker später passiert und der gesamte Inhalt von der Grafik her. Finde ich schon cool. Eigentlich ist es ja schon Ego-Shooter. Weil da werden ja Waffen verwendet. Ist zwar eigentlich ein Horror-Survival, aber Ego-Shooter würde ich persönlich auch dazu zählen. Von Nintendo ist jetzt eigentlich Horror-Survival festgelegt. Aber naja, ich kenne mich da eh nicht so gut mit aus. Ich bleib dann lieber bei Jump'n'Run, Action, RPG und so weiter. Vor allem auch Pokémon. Vielleicht werde ich das auch irgendwann Let's Playen. Das wäre mein erstes langes Projekt. Weil Pokémon hat ja einige Parts. Ist ja auch ein ziemlich langes Abenteuer. Passiert sehr viel. Vor allem, wenn man es dann auf dem DS spielt oder beziehungsweise Emulator. Ja, kann man sich ja auch noch die ganzen wilden Pokémon, wollte ich jetzt sagen. Legendären, meinte ich.
Je nach Edition Palkia, Dialga, Giratina, Zekrom, Reshiram, Lugia, Hydran, Rotom. Gut, ist Rotom eigentlich ein legendäres? Weiß ich gar nicht. Für mich ist es legendär. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Ja, wurscht. Ich finde es nicht cool. Würde mich gerne mal interessieren, wo man das Pokémon in X bekommt. Y. Ich glaube, irgendwo im Internet stand was von den Hotelruinen. Irgendwie dienstags in den wackelnden Mülltonnen. Ist da noch keins begegnet, keine Ahnung. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech. Oder kein Glück. Sagen wir es so rum. Ich werde es nächste Woche mal probieren. Oder ich werde vorspulen oder zurück, keine Ahnung. Hihi. Naja. Und wir hätten schon das Ziel erreicht. Somit kommt gleich das nächste Level. Den Raum, dann sind wir fertig. Stimmt, aber noch jede Menge von den nervigen Klonen. Ist echt. Alter! Hier brauchen wir eine Bombe für. Da brauchen wir dunkle Macht für. Da brauchen wir auch Bomben für. Ah, das sieht voll komisch aus hier. Das hat voll die optische Täuschung oder muss so? Da checke ich nämlich irgendwie nicht. Da auch. Dieses. Das sieht immer so aus, wenn das hin und her läuft. Ob das gewollt ist oder ein Bug oder ein Fail, keine Ahnung. Dann werden wir mal unseren Filmgenerator anschmeißen. Kino! Geld, 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 Geld. Und weg damit. 46.000, perfekt. Tja. Anakin hat sich da wohl irgendwas falsch überlegt. Gleich raus. Ich mache jetzt mal direkt Story fortsetzen. Dann können wir gleich in die Mos Eisley Kantina gehen, noch da ein bisschen rumrennen. Und wenn es passt, Charaktere kaufen, wenn ich nicht schon alle habe, weiß ich jetzt nicht. Ja. Das sieht irgendwie voll scheiße aus mit Lea. Die soll schwanger sein. Sieht irgendwie voll kacke aus. Sieht aus, wenn die ganz normal ist und dann irgendwie Ball und dann Tuch davor. Wie? Ja, sieht einfach nur scheiße aus. Okay, ich will alles haben. Ah, ich bin zu geldgeil. Scheiße. Normalen Part, den ich sonst gemacht hätte, bin ich dauernd in der Lava gesprungen. Das war so nervig. Ich habe es einfach nicht hingekriegt, richtig zu springen. Hier bekommen wir eine Menge Geld. Minikit drin gewesen, sag ich jetzt mal. Hier war glaube ich auch eins drin. Ja.
Ja, hier sind die sehr nah nebeneinander. Hier brauchen wir R2 oder C3PO für. Das ist nicht genau wie ihn. Oh, noch ein Welter. Den hatte ich noch nicht. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Und hier diese komischen Teile auch noch bewegen kann. Ich sollte erst die da rausholen. Aber was ich mich eins frage ist, wie wird Pflanzen gegen Zombies 2 für PC? Weil ich sag euch, für ein Android ist das echte Abzocke. Ist zwar kostenlos, aber wenn man wirklich weiterkommen will, muss man jede Menge Sachen kaufen. Und das ist eine echte Frechheit von EA und weiß nicht, von wem das genau ist. Hopcap, genau. Auch wieder schnell sein. Die ganze Scheiße abbrechen und hier aufpassen. Ich hab gesagt. Also ich weiß nicht. Doppelsprung, der Spacko. Normalen Weg hin da, wo ich eigentlich jetzt will. Ach, endlich. Boah, und jetzt in Lava gesprungen wäre. Ich hätte ihm eine geknallt. Ich will gegen Anakin kämpfen. Andersrum muss ich gegen Obi-Wan kämpfen. Ich kämpfe aber lieber gegen Anakin. Ich mag Anakin eigentlich.
auch nicht so wirklich. Sieht zwar eigentlich ganz cool aus, aber trotzdem. Genau, ich frage mich jetzt, was passiert wäre, wenn ich jetzt Obi-Wan, Anakin genommen hätte und hätte Obi-Wan besiegt. Auch Anakin gestorben wäre oder Obi-Wan dann draufgegangen wäre. Was ja sinnlos wäre. Mal ausprobieren. Jetzt müsste man die Story aber nochmal spielen. Und da hätten wir Leia und Luke. Was ich gerade gesagt hatte, die schwanger ist, das ist Padme. Und da hätten wir da Vader. Voll böse und alles auseinander. Oh Mann. Und die Credits haben wir schon gesehen. Brauchen wir nicht. 29%. Hey. Tja, jetzt werden wir noch mal eben gucken nach den Charakteren. Ob wir da noch was kaufen können. Aber sieht nicht so aus. Nein. Allerdings gibt es da noch ein paar Schiffe, die man kaufen kann. Da werde ich mal eben kurz nachgucken. Genau, Druid Tri-Fighter und den Klon Arc Fighter. Okay. Extras können wir nichts kaufen. Brauchen wir mehr Steine für. Goldene Steine können wir 2 Stück kaufen. Perfekt. So. Da kommen Schlangen. War doch was von. Ach Mann. Immer dieselbe Scheiße hier. Hä? So, das war's dann mit diesem Part. Und mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Halloween-Special später. Hä? Bis dann.